So, und weiter geht's natürlich auch direkt. Ich will es ja nicht zu spannend machen. Jo. Ich weiß, was es hier gibt. Ich würde trotzdem gerne nochmal, wie gesagt, alle mal sauer machen. Gegenstand, Blutflasche. Komm, die nehmen wir einfach mal mit. Runter. Es wird natürlich umso heißer. Boah, Drachenzombie. Alter Schwede. Ich glaube nicht, dass der Blut hat. Die Frage ist, bin ich überhaupt schon stark genug dafür? Da muss ich mal gucken. Aber mir verlieren nur ein HP. Das bedeutet, es sollte eigentlich klappen. Hier geht's weit, hier geht's nach oben. Wir können über die Lava drüber laufen, aber die ist nicht gut für uns. Ist halt die Frage, ob wir weiter runtergehen sollen. Oder nicht. So, da wurde ich kurz im Discord angeschrieben. Ist die Frage, gibt's hier irgendwas? Den Raum haben sie doch nicht umsonst gemacht. Ich würde ja gerne gucken, ob ich dadurch über die Lava gehen kann. Die Frage ist nur, wie viel Damage macht mir das? Ich will natürlich jetzt nicht überall speichern. Ich habe zwar einen Speicherkristall erhalten, aber ich möchte den jetzt nicht ausnutzen. Und vor jedem. Okay, da komme ich sowieso nicht hin. Warte mal, kann ich hier als Fledermaus vielleicht? Geht auch nicht. Okay, das geht einfach nicht. Gut. Gut, dann ist es halt so. Speicherstein. So, das war doch schon mal was wert. Jetzt gucke ich hier nochmal nach. Jo. Nö, ich denke mal, wir sind gut gerüstet. Die sterben nicht sofort. Aber. Boah, Drache erscheint. Fuck. Geil. Cooler Gegner. Doch, wirklich cooler Gegner. Da können wir auch. Boah, drei fast. Aber nur normale Seele. Also es sind jetzt keine starken Seelen oder so. Ich gucke, ob hier noch irgendwo was versteckt ist. Sieht aber nicht so aus. Ja, angreifen. Ja, der Drache ist schon geil. Die Frage ist halt nur, ob der Drachen, wie die Drachen-Zombies entstehen. Ich meine, wenn hier normale Drachen rumlaufen und Drachen-Zombies, muss ja schon irgendeinen Grund geben, wie die Drachen dann sterben. Oder kommen die zum Sterben her? Auf jeden Fall finde ich es cool.
ich mal hier lang gehen? Ich bin gerade so richtig gespannt. Bin jetzt gerade so ein bisschen am Schreiben mit Leuten, die ein paar Overlays für mich basteln. Ja, die Drachen kriegen wir locker hin. Links kann ich nicht lang, okay. Da muss ich nach rechts. Laut Blutvorrat geht's den allen noch ganz gut. Das ist schön. HP ist auch in Ordnung. Gut. Was sagt denn die normalen Seelen? 67. Ist auch noch okay. Ist die Frage, will ich hier unten lang? Kannst du dich nicht mehr in Ruhe umgucken, weißt du? Ah, schön. Schön. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es hier weitergeht. Da ist noch... Da ist noch was. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Ich probiere mal was. Fledermausmantel. Ich kann da aber nicht drüber. Ich kann da echt nicht drüber. Ich kann auch nicht drüber laufen oder so. Geht nicht. Gibt's auch keinen Geheimgang oder so. Ich hätte echt schwören können, dass es hier lang geht. Ich guck einfach nochmal. Es muss doch irgendwie darüber gehen. Ich will zu dieser... Ich glaube, ich weiß, wo ich glaube. Als ich eben abgebogen bin, war ich in der richtigen... War ich auf dem Fall... Also auf dem in Klammern falschen Weg, wo ich nach oben rechts gegangen bin und nicht die Treppe runter. Jetzt bin ich auf dem richtigen Weg der Story entlang, oder? Ja. Gut. Ja, komm, ist egal. Dann mal auf diese eine Truhe dann geschissen. Vielleicht komme ich dann andermal noch dran. Ne, mit Fledermausmantel komme ich hier ganz gut durch und kann mich auch mal so ein bisschen umgucken. Ich weiß, wer hier ist. Nein! Da seid ihr ja endlich. Was soll das heißen? Da seid ihr ja endlich. Aisha. Oh, wie tragisch. Hat da jemand etwa keine Ahnung? Glaubt ihr, ich hätte den Schlüssel zufällig in Tradan vergessen? Also hast du Tradan zerstört, natürlich. Wer wäre denn sonst dazu imstande gewesen? Also ich hätte das auch gekonnt, Aska. Ich wusste, ihr würdet den Schlüssel finden. Aber wieso das alles? Wieso bist du plötzlich böse? Wieso dieses Versteckspiel? Ich bin böse?
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals anders gewesen zu sein. Und ob du mal anders warst, wir haben uns geliebt. Ich habe dich geliebt. Und wieso bist du geflohen? Wenn du uns doch zu dir gelockt hast? Ihr stellt mir ein bisschen zu viele Fragen, aber ich lasse euch nicht dumm sterben. Spürt ihr dieses Kribbeln in der Luft? Und diese merkwürdigen Kristalle? Diese Höhle enthält pure Energie, direkt aus dem Herzen der Erde. Und wie ihr euch vom Blut aus dem Herzen der Menschen ernährt habt, so habe ich mich hier geweidet. Oh, wie ich diese Energie genossen habe. Und wie stark sie mich gemacht hat. Ich bin geflohen, weil ich schwach war. Doch jetzt ist die Zeit reif. Ich habe Tradan vernichtet und den Schlüssel dort in der Gruft gelassen. So dass ich sicher sein konnte, dass sie ihn finden werdet. Und gleichzeitig habe ich mir noch etwas Zeit verschafft, um auch meine allerletzte Körperzelle mit reinster Energie zu füllen. Ihr habt allerdings länger gebraucht, als ich gedacht habe, und ich habe schon angefangen, mich zu langweilen. Deine Langeweile wird bald ein Ende haben. Bereite dich auf deine Existenz als Blutgeist vor, Aisha. Machen wir diese Verrückte fertig. Bald wird euer... Es wird mir Freude bereiten, euer Blut in der Lava versickern zu sehen. Kann ich noch... Nein, ich wollte noch einen Golem beschwören. Oh, ist die süß. Na los, versuch doch mich zu verletzen. Die ganzen Jahre lang habe ich dich geliebt und jetzt bist du ein Monster. Tja, hättest du mal auf mich gehört. Jetzt ist keine Zeit für sowas. Wir werden sie einfach vernichten und dann ist Schluss. Na komm, du Hure. Hure? Woran erinnert mich das nur? Walner, denk später, jetzt kämpfe. Na gut. Ist natürlich doof. Ich probiere es mal mit dem Schattenstrahl, aber ich glaube, der Eisstrahl könnte auch gut gegen die wirken. Feuer wird nicht wirken, weil die ja die ganze Zeit hier sowieso schon rumpimmelt. Angriff, Abwehr, Mental. Oh, super, das war gut. Das war sehr gut. Das hat auch sehr gut Damage gemacht. Walner allein schläft ein, macht aber nichts. Die wacht auch wieder auf. Ja, das ist gut, würde ich sagen. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu stark für die Aisha. Ich meine, die kriegt ja so schon ordentlich auf die... Ja gut, die Elaine hat Schwäche gezaubert. Darf man nicht vergessen. Es wäre schön, wenn die Elaine aufwachen würde, um noch ein, zweimal Schwäche zu zaubern. Warte mal, kann ich das nicht einfach auch? Lichtblitz, Heiliger Sturm, Lebensentzug, entzieht Lebenspunkt eines Gegners. Wecken. Fähigkeit... Eissturm, Todeswolke, schädigt einem Gegner. Ich probier's mal. Gut, ich probier mal was. Ich probier's mal mit dem Heiligen Sturm. Ich würde sagen, der Asgard bleibt beim... Ne, Blutsaugen könnte ich mal machen. Und die Elaine könnte nochmal Schwäche zaubern. 32, 12. Ja, viel mehr kann halt auch nicht passieren. Scheiße. Macht aber nichts. Ich muss nur aufpassen, dass ich meinen Bluthaushalt nicht aus dem Auge verliere. Nee, dann würde ich beim Schattenstrahl, obwohl ich kann auch normal angreifen. Ich sollte auch knapp 150 damit, naja, 100. Na gut. Oh, 500 kritisch Damage. Boah, geil. Schattenstrahl, ich bleib mal beim Eissturm und Elaine... Du machst nochmal eine Schwäche. Gut. Nicht betroffen. Super. 160. 190. Kritischer Treffer, kein Schaden. Komm, noch ein Schattenstrahl. Noch so ein Teil. Und... Die Elaine greift nochmal. Haha, jetzt ist an der Zeit, euch richtig Schmerzen zu bereiten. Du hast es bisher nicht geschafft. Für mich sieht das aber anders aus. Aber keine Sorge, ich werde eure Köpfe verschonen. Unsere Köpfe? Moment mal. Sterbt! Ich glaube, die Köpfe und Hure, das hört sich wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man das Spiel so im Laufe verfolgt... Aha. Jetzt hat sie sich also in eine kleine Medusa verwandelt.
Komm, da gibt es nochmal eine Schwäche drauf. Ja, bringt gar nichts. Weißt du was? Der Wallner bleibt dabei. Und die Elaine. Warte mal, was haben wir denn hier? Blutflasche, Blutelixier, maximales Blut. Blutfiliole, habe ich noch irgendwas anderes? Juckpulver bringt natürlich gar nichts. Schattengeist. Die bleiben mal und dann... Ja komm, Blutelixier, komm, drauf geschissen. Machen wir uns mal voll. Haben die Jungs verdient. Warte mal, warum kann der Wallner nicht wecken? Zaubert wecken. Wacht auf, nicht betroffen. Super. Weißt du was? Ich greife jetzt einfach mal an, während die Elaine. Ja, komm, drauf geschissen, als drauf. So, ich würde trotzdem gerne nochmal hier so einen Schattenstrahl Lebensentzug. Ich probiere es einfach mal. Ich habe keine Ahnung. Jo. Ist eigentlich ganz cool, Lebensentzug. Ich muss gucken, ob der verseuchte Eisring vielleicht nicht besser ist. Probier's mal. Vielleicht vergiftet der. Aber ich glaube nicht. Magischen Schlaf, okay. Lebensentzug. Und der Asker nochmal verseucht. Ja, der hat nochmal einen verseuchten Ei. Ihr habt für meinen Geschmack schon viel zu lange überlebt. Uah. Ja, schluck das erstmal, Bitch. Nee, das hat jetzt... Komm, drauf. Stutz der ollen Zibbe die Flügel. Die macht ja kaum Damage. Ja, die ist auch schwach ohne Ende. Es wäre schön, wenn die Elaine mal aufwachen würde. Das mache ich auch. Wecken und... Ah, die Elaine ist blind. Das ist doof. Antikrankheit, Blut, Elixier... Heilstarre, Heilbalsam. Komplette Heilung für alle bringt natürlich gar nichts. Antikrankheitsserum halt da. Gut, drauf, drauf, drauf. Die Elaine kann gleich nochmal eine Schwäche zaubern. Das ist nämlich das, was sie durch die Verwandlung dazu kriegt, die Aisha. Schattenstrahl, nochmal verseuchter Eisring. Was kann denn die Elaine machen? Ich glaube nicht, dass das was bringt. Sag ich ganz ehrlich, das wird ganz wenig. Ja, 48 ist fast gar nichts. Nicht bei dieser Schwäche. Aber klar, wer sich... kann nicht mehr klar denken. Okay. Schattenstrahl. Asuka macht jetzt irgendeinen random Shit. Kann ich irgendwie so eine Heilung? Nein. Was habe ich denn hier? Halt Blut. Okay. Ich probiere es einfach mal bei Asuka. Ja gut, hat sich erledigt. Ich weiß auf jeden Fall, wie ich die Dingsbums nenne. Puh, das Blut eurer Gegner bedeckt den Boden. 500 Erfahrungen, eine starke Seele erhalten. Ja, das war's. Wie kann das sein? Verrecke, Miststück. Aisha, es tut mir so leid.
Nun ist es endgültig vorbei. Ach, Wallner. Hey, das Ding ist angesprungen. Psst. Also, Molana. Ich habe die Tür jetzt mit dem Code 42665 gesichert. Den muss ich mir mal aufschreiben. Obwohl, ich habe es ja in der Aufnahme. Ja, ist egal. Code 42665. Wenn du sie erledigt hast, bring mir dann ihre Köpfe. Den Code kennst du ja jetzt. Molana, was ist los? Hast du sie schon getötet? Warte, ich schau mal eben durch deine Augen. Was ist los? Ich sehe nichts mehr. Molana, was ist los? Irgendwas stimmt da doch nicht, verdammt. Das war Abraxas. Was soll das alles? Wieso stand er mit Aisha bzw. Molana in Kontakt? Das ist also dieser Abraxas gewesen? Jetzt weiß ich auch, woher Aisha dieses Hure hatte von Abraxas. Genau, wir müssen ihn unbedingt finden. Ich verstehe das alles nicht. Naja, den Zugangscode habe ich mir jedenfalls gemerkt. 42665. Ja, da müssen wir jetzt noch Abraxas Aufenthaltsort finden. Und schon wieder brauchen wir einen Anhaltspunkt. Lasst uns in der Nähe des Gebirges nördlich von Klenna suchen. Wahrscheinlich ist er doch da, obwohl wir den Eingang damals nicht gefunden haben. Ich glaube aber, er ist jetzt gewarnt und wird sich entweder verschanzen oder sich woanders verstecken. Wir werden sehen. Jo, das war der Kampf mit Molana. Und wir können nochmal speichern. Oh, es geht in der Geschichte weiter. Also wurde Abraxas nun endgültig vernichtet, armer Wallner. Was er alles so durchmachen muss. Ja, es sind schwere Zeiten für ihn. Jetzt erzähl mal, Opa. Wieso hat Abraxas mit Aisha geredet? Das bleibt noch geheim. Ach, Opa. Nichts da. Es soll noch spannend bleiben. Auf jeden Fall hatten sie jetzt geschafft, Aisha unschädlich zu machen. Für immer. Jetzt gilt es also für die drei Abraxas zu finden. So ist es. Sie gingen vorerst ins Schloss zurück und ruhten da einige Tage. Wallner brauchte ein bisschen Zeit, um das Geschehene zu verdauen. Doch nach diesen paar Tagen ging es weiter für die drei. Tja, Opi. Schön zu wissen. Ich glaube, ich bin bereit, um weiterzumachen. Sehr schön. Dann lass uns jetzt endlich Abraxas suchen. Wir werden herausfinden, was es mit ihm und Aisha alias Molana auf sich hat. Alles klar. Diese beiden sind natürlich rasend. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Warte mal, kann ich da irgendwie Zuflucht? Nee, ne? Zuflucht macht keinen Sinn. Ich könnte mich eigentlich nochmal ein bisschen buffen. Ich glaube, 140 mental brauche ich. Dann nehme ich nämlich nochmal ein paar normale Seelen und hau meine Eigenschaft im Wallner runter, hoch. Das passt schon. So, Intelligenz gestiegen. Normale Seelen, Wallner, Intelligenz. Klar, kriegen wir noch ein paar Steigerungen mit Dingsbums, aber sicher ist sicher. Normale Seele, Wallner, Intelligenz. Super, Intelligenz der Seelen absorbiert, Ausrüstung. Wallner ist rasend. Warum habe ich denn so wenig Intelligenz? Ah, wegen dem rasend. Okay, ich verstehe. Rasend macht also die Jungs ein bisschen Gaga im Kopf. Nehme ich eine normale Blutfiliole, solange bis sie nicht mehr rasend sind. Und dann sollte der Käse gegessen sein. Währenddessen kann ich ja nochmal per Hand ein bisschen rumlaufen. Ja, war natürlich dumm. Ja, 131, das sieht doch anders aus. Hä? Ich finde es ein bisschen komisch, dass ich nur 131 hatte. Ich hatte doch ordentlich mental absorbiert. Hm.
So, ich will mal gucken, ob ich noch irgendwo was machen kann. Aufgaben. Finde einen Aufenthaltsort. Jo, finde raus, wer der Auftraggeber von Saestia ist, bis ich auch. Suche die Höhle im Magiegebirge nördlich von Lim. Suche ein altes Armband, eine Diebeshöhle nordwestlich von Lim und bringe es zu Lim nach Lim. Suche in Iranis nach dem verpackten Gegenstand. Bevor ich jetzt großartig hier anfange, wie gesagt, genau, das wollte ich. Valna muss einfach einmal Blut saugen, Goblin abwehren, weil die sind jetzt mittlerweile so schwach, dass wir die one-hitten. Aber 25 Damage ist jetzt auch nicht viel. Aber immerhin jetzt genug. Ich will jetzt gleich im Status nochmal was gucken, was, wie es mit meinen Höhlen so auf sich hat. Wo haben wir es denn? Menü. Status. 96 von 450 Geheimnisse. 1 HP, Skelettbeschwörung, passt alles soweit. Auslagerung. Aska-Mine, 20 von 20. Uruya-Mine, 10 von 10. Auslastung Tranak-Mine ist noch nicht voll. Der Rest passt. Okay, Menschlichkeit 52%. Okay. Ich könnte natürlich mal probieren, ob ich die Tranak... Nee, das, ich will was anderes machen. Ich will jetzt erstmal hier hin und den ganzen Klammern Müll verkaufen. Wir machen es Nacht. So, dann verlassen wir die Stadt, machen es dunkel. Dunkel im Sinne von, dann kann ich hier nämlich die Leute mal aussaugen und hier kann ich meine Vorräte erfrischen. Ich brauche dringend Blut. Super. Noch hat er noch ein bisschen. Hey, kauf was oder verschwinde. So, von dem anderen habe ich 99. Das passt mir ganz gut. Bei den Bluthändlern sozusagen kann man leider nichts verkaufen. So, Odonos-Helm kann weg. Dornschild kann weg. Schutzring behalte ich. Starre Ring, komm, der kann weg. Eisring kann auch weg. Magiergürtel plus 30 Intelligenz. Ist vielleicht eigentlich nicht schlecht. Ich will mal was probieren. Ister-Schuhe, die können weg. Vampirring ist natürlich ganz geil. Erhöhte Ausweichchance, Schutz vor kritischen Treffern. Ist egal, brauche ich nicht. Behalte ich. Juckpulver kann weg. Blauer Stein behalte ich. Antike Münze auch. So, dann haben wir den ganzen Kleinkram verkauft. Wir sind jetzt mit Blut voll. Super. Ich kann gleich mal gucken, ob die noch was Neues hat. Aber ich glaube nicht. Hallo, wir haben die besten Rüstungen zu den niedrigsten Preisen. Ja, das sagen alle. Nee. Okay. Die haben noch aktuell die beste Rüstung an, die wir kaufen können. Ich glaube, erst mit Level 40 kriegen wir die nächste. Ich habe eine Mentalität von 131. So, ich glaube mit 140 war es oder 150 kriegen wir das meiste. So, dann will ich mal hier hin. Dann will ich in einen von den Türmen, ich glaube hier oben rechts der Turm war das, wo diese Truhe ist, dann möchte ich nämlich mal den Magiergürtel anziehen. Und dann müsste ich eigentlich genug Mentalität haben, um diese Truhe zu öffnen. Hä? Wieso? Wieso? Wieso klappt das nicht? Das ist doch blöd. Na gut, dann ist das halt so. Da kann man leider nichts machen.
Lass mich mal überlegen. Ja, da muss ich einfach nach der Aufnahmestation einfach mal ein bisschen gucken. Och nö. Schön. Nee, das ist nur ein Balkon. Hier ist der. Hier geht's runter. Gut. Will ich schon. Ich glaube. Will ich schon auf dem Wüstenkontinent? Eigentlich nicht. Hier geht's weiter. Das haben wir auch angeguckt. Hier, das da. Ich könnte natürlich gucken, ob ich da noch irgendwas hinkriege. Also es gibt echt noch viel zu entdecken. Wir sind noch lange nicht am Ende von dem ganzen Gedöns hier. So, Fähigkeit, Verwandlung beenden. Ich will hier mal speichern. Einsamkeit ist eine Qual für die Ewigkeit. Super. Ja, normale Seelenstein. Brauche ich wieder ein paar. Das ist die Mine von König Geralt. Sie wird sicher von einigen seiner besten Ritter bewacht. Ich denke, wir sollten aber stark genug sein, um die Mine zu übernehmen. Sollen wir reingehen? Klar! Na dann los. Corinna Helder, na schau her, welch überraschender Besuch. Die sehen ja glatt so aus wie diese Monster vom Schloss Aldanes. Rächen wir Sir Aster. Kommt nur, du wirst elendig in der Ecke verbluten. Ach halt, nein, dein Blut wird nicht nutzlos vergossen werden. Ich werde mich daran laben. Sterbt, ihr Kreaturen der Nacht. Dün, 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 dün. Auch wieder so eine rothaarige. Starker Ritter. Starker Ritter. Und nochmal an den nächsten starken Ritter, dass sie alle bluten. Und dann mache ich ganz viele. Ganz viel AOE-Damage. Große Heilung, das macht aber nichts. Blutsaugen, Corinna. Dann machen wir mal hier Eissturm und Flammenmeer. Der Golem haut schon drauf, das ist super. Jo. Die Corinna machen wir weiter. Das sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Erstmal die starken Ritter kaputt. So, das sollte jetzt gegessen sein. Ja. Ja, super. Ich möchte, dass die olle Zippe anfängt zu bluten. Gut. Valna Schattenstrahl, Aska normaler Angriff und Elaine Schwäche. Ja, 130 HP, das passt. Jawohl. Oh, Elaine hat's langsam hinter sich. Nee. Wir machen mal so. Wundverband, Blutelixier, Heilflasche. Gibt's noch irgendwas? Nee. Elaine kriegt das da und zaubert nochmal eine Schwäche drauf. Ja, super. Und jetzt einfach drauf. Hä? Müsste jetzt eigentlich schwach genug sein, die olle Zippe. Ja, die hält sich jetzt die ganze Zeit. Bringt natürlich nichts, wenn sie halt viermal auf die Fresse kriegt. 74, 78, 86. Also war der Kampf mit der Aisha ein bisschen einfach. Ah, super. Das Blut eurer Gegner bedeckt den Boden. 1000. Geil, geil, geil. Was für Wichte. Zack, 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 zack. Sie haben sie getötet. Kämpft bis zum Tod. Ja, jetzt kommen diese mit. Nein! Minen aber. Oh, es hat noch gereicht. Super. Weißt du was? Blutsaugen. Ja. Blutsaugen und Ruff.
Das hat dann nicht mehr Chance zu saugen. Oh, ist das gemein. Aber der Walner blutet. Ja, macht ja nichts. Das Vieh. Die kleinen Dicken sind gleich platt. Ja, was für ein Massaker. So, ich denke, wir sollten hier ebenfalls Silber abbauen lassen. Jo, jetzt könnte ich die Seelen, die ich verbraten habe, gebrauchen. Ho, 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 ho. So. 20 Arbeiter können wir hier haben, ne? Menü. Ich meine, es wären 20 gewesen. Die Folgen hier werden ganz schön lang, ne? Aber wie gesagt, ich find's cool. 15, okay, 15. 15 mal 5 sind 50, 75. Ich glaube, das könnte hinkommen. Ich brauche ungefähr 5 Seelensteine pro Arbeiter. Warte mal, ich habe 4 starke Seelen. Großer Seelenstein in normale umwandeln. Nehme ich mal 5. So. Jetzt kann ich nämlich meine Seelensteine wiederherstellen. Seelensteine herstellen. Starke Seele alle umwandeln. Ich will dann einfach nur, keine Ahnung, weil... Ja, ich kann es auch offscreen irgendwie machen, aber das passt schon. So, 98 starke Seelen, das ist okay. Seelensteine herstellen. Normale Seele. Alle. Dann müsste ich eigentlich genug haben, um mit einem Mal die Mine ausfüllen zu können. Na, wie geht's meiner Mine? Ja, pipapo, mehr Arbeit erschaffen. Ja, so sei es. Ich verbinde 5 Euro normalen Seelensteine. Super. 15 mal 5 sind... 15 mal 5. 50 plus 25 sind 75 müssten das sein. 15, 30, 60... Ja, 75. Das sollte reichen. Da muss ich aber auch echt wieder farmen. Weil die normalen Seelensteine brauche ich ja auch für Beschwörungen. Das mache ich aber offscreen. Das mache ich jetzt auch offscreen. Auch hier das, weil das wird jetzt nichts Großartiges bringen. Ich werde ihn jetzt tausendmal anlabern. 15, 16 Mal. Danke fürs Reinschauen. Auf jeden Fall. Oh, ich muss mich mal richtig hinsetzen. Ich sitze ja hier wie ein Schluck Wasser. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Part. Ciao mit V.